Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.28 Uhr, 15. September 2022. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Ja, wo befinden wir uns? Wir befinden uns nicht auf der Stelle, aber bei der Big Number 13.000. Wir sind bei 13.058 und haben ein Gap. Eine Kurslücke, die schon fast geschlossen ist. Daily Pivot heute bei 13,71. Ich werde mal die erste Big Number hier unten platzieren bei 13.000. 0,01. Wir treten dreimal dieses Level. Wenn der Markt nach oben steigen sollte, sind wir bei 13,1 dabei. Die vorbörsliche Range der ersten 30 Minuten liegt bei 31 Punkte. Insofern ist es alles okay. Und wir machen den Chart etwas größer, schauen auf den gestrigen Tag. Nochmal hier auch zu den Trading-Regeln und zu den Spielregeln. Alle Blue-Boxen, die kleiner sind als 30, das sind diese Boxen, die zusätzlich hier im Chart erscheinen, werden wir traden. Wir haben hier eine 25er direkt gestern in den Gewinn gelaufen, 29er in den Gewinn gelaufen, 34er traden wir nicht. Alles, was unter 30 ist. Das heißt, wir haben hier gestern 1, 2 Boxen gehabt. Guck mal, wie es heute aussieht. Dann kommen wir zu den Vola-Boxen. Die erscheinen ab 9 Uhr und wir wollen uns anschauen, wo kommt die Vola-Box heute rein. 13.096. Das würde bedeuten, wenn der Markt hier um 9 Uhr nach oben schnellt und wir 40 Punkte von der Strecke entfernt sind, dann gehe ich auch größeres Risiko ein für diese Box. Ja, 40 Punkte muss sie Minimum entfernt sein. Warum das Ganze? Wenn die Vola-Box direkt bei der Markteröffnung erscheint wie gestern, ist Aufschaukelungsgefahr. Und hier nochmal wichtig zur Notierung, immer mit dem hohen Risiko, immer nur die erste Vola-Box. Ja, das Ganze dann auch von 9 bis 9.40 Uhr. Das nochmal zu den Spielen. Und jetzt gehen wir in den gesamten Marktüberblick und schauen uns mal an. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Kryptos, denn heute soll ja Ethereum das Update gelaufen sein. Also, Vorlage, Zickzacklinie, Daily Short. Wir sehen hier nach wie vor, ich kann es jeden Tag nochmal einzeichnen, hier die Unterstützung. 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also die oberen Zeitebenen zeigen eher Short. Kommen wir jetzt zu Ethereum. Nichts getan. Daily Long, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Also da hat sich nichts getan. Dow Jones, Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und wir sehen hier auf dem 15-Minuten-Chart, nach dem starken Abverkauf hier haben wir eine Seitwärts-Range aktuell auf 5 Minuten, auch hier nichts Neues. S&P 500, der breit gestreute, im Daily-Bereich sind wir Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten Short. Nasdaq Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 plus minus und 5 auch Short. Öl, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten plus minus. Gold unter 1700, das ist auffällig. Auf Daily haben wir hier die Unterstützung. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15 und 5 in Gold. Kommen wir zu Good Old German DAX, 13,55. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Das die Wetterlage in Hamburg, regnerisch bewölkt. Ich mache mal das Fenster zu hier. Und das bedeutet, wir warten jetzt hier auf unsere Falle und wir sehen, wow, eine Blue Box unter 20, ein 12er,
hier trotzdem mit einer kleinen Gefahr. Warum, Carlos? Ja, sie hängt kurz beim Daily Pivot, der ja gerne angetradet wird. Ja, und gucken wir mal, ob diese Box blau wird. Jetzt ist sie weg. Wer hat den Lichtschalter ausgemacht? Also, ihr seht, sie war eben orange hier. Es entsteht immer so ein Mittelkurs. Und dann entwickelt sich die Box. Also, wir bleiben weiter wach und wünschen uns einen erfolgreichen Start. Viel Disziplin, viel Vola und bis später. So, wir haben Vola-Boxen. Wir gehen diese Vola-Box hier oben aber nicht mit erhöhtem Risiko ein. Warum nicht? Weil wir hier den Daily Pivot haben und Big Number. Das kennen wir. Jeder, der und die Vola-Boxen und handeln, wissen, dass an der Big Number und Daily Pivot, wenn dieses Phänomen stattfindet, der Kurs gerne kleben bleibt. Ja, anders wäre hier unten dieser Bereich. Wenn der Bereich hier unten angetradet wird, gehen wir sogar mit höherem Risiko rein. Also 13.040, ruhiger Start hier. Wir haben über den Daily Pivot erstmal die Box platziert. Schauen wir mal, was der Markt macht. So 9:52 Uhr. 13.104. Schauen wir mal, ob wir so gestrichelte Linie. Wie gesagt, zeichnet uns unser Gewinnziel an. Uhr 3, gestrichelte Linie. Er schafft es nicht rüber. So, und was nicht steigen will, wird fallen. So ist die Börsenweisheiten. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.